Hauptstraße gut befahren. Ja, hier befindet sich die Einkaufsmeile. Hoch und runter. Ein Haufen Restaurants. Und wir wollen jetzt zum Leuchtturm. Da sind wir bei dem Leuchtturm. Gehen jetzt hier nach oben. Unser Fitnessprogramm, 170 Stufen. Den Leuchtturm hoch. Nein, ich habe ja gefragt, wie viele Stufen, dann brauche ich nicht zählen. 170. So, mal sehen, wann wir das erste Mal Pause machen müssen. Mal sehen, ob wir noch atmen können. Aufgenommen. Ja, ich auch. Ich schwitze langsam hier oben. Wir sind oben angekommen. Jetzt wird es hier sehr eng. Wir müssen warten, bis die ersten wieder unten sind. Die letzten Stufen. Aber ist nicht schlimm. Man kann sie, wir können sie ausruhen. Was dauert denn? Also, das ist ja eine Luke hier. Total windstill. Warm. Ich schwitze hier. Aber zum Fahrradfahren, wenn man ein bisschen Wind hat, so ein Tuch mal noch gut gewesen. Thomas genießt die Aussicht vorm Bunker. So, Thomas hier im Bunker hält die Stellung. Hält schon mal Ausschau hier. Er ist so getarnt angezogen heute in Gelb, dass man sieht man ihn überhaupt nicht im Bunker. Dich sieht man hier nun gar nicht im Bunker, überhaupt nicht. Ja. So, Posten verlassen. Posten verlassen? Bunker gibt's hier ohne Ende. So, auf diesem Turm sind wir ja jetzt gewesen. Es war ein bisschen anstrengend, aber es ist machbar. Und der Blick, der entschädigt für alles. Also, wenn ihr hier sein solltet, lasst euch den Turm nicht entgehen für diese Aussicht. Ab zum Strand! So, man soll es nicht glauben, wir stehen mit den Fahrrädern am Strand. Und es kommt hier super runter. Und Thomas hat vor, ich dachte, er fährt rein. Nein. Er dreht eine Runde am Wasser. Ja, kann man mal machen, ne? Hier kann man alles. Hier kann man Auto fahren. Juhu! Na, das ist doch was für Jungs. Für große Jungs. So, wohin reiten wir denn, Herr Klebs? In die Ostsee, an die Nordsee. Tja, das sind die Bunker, die sie schön zurecht gemacht haben hier. Überall ein paar Pferdchen. Da auch. Ein kurzer Stopp beim Sparladen. Thomas holt noch was. Ja, also, wenn ihr was braucht, gibt es hier alles, was es auch zu Hause gibt zum Einkaufen.
Aber dann sprang er doch eben. Doch. Ja. Mann, kümmere dich um den Fisch. Kümmere dich mal um deinen Fisch, den du jetzt nach einer Stunde hier. Ja, kein Kescher, gar nichts hier. So, wir haben ihn. Hier seht ihr einen weiteren Treff am Stellplatz. Da kommt ihr hier hoch. Und dann könnt ihr hier rüber gehen. Und kommt direkt hinter den Dünen zum Strand. Wir verlassen Dänemark noch nicht ganz, aber diesen Platz, das Wetter, nachdem es die ganze Nacht geregnet hat, das spielt wieder super mit. Und für uns geht es heute noch nach Römö zum Marxcamp. Aber jetzt erstmal zum Autostrand, wo wir frühstücken werden. Hier drüben sind alle Neuankömmlinge. Da müsst ihr erst stehen. Ist schon ein bisschen voller, ne? Ja, es wird mehr. Es geht auf Ostern zu. Das sind alles die, die jetzt Ostern anreisen. Hier haltet ihr jetzt euer Bändchen einfach vor. Und die Schranke geht auf. Und hier ist die Rezeption, wo ihr euch anmelden müsst. Hier hätte man auch stehen können und bezahlen wahrscheinlich. Ja. Und hier drüben gleich. Wellness Camp. Also hier war ich nicht das letzte Mal. Nö, hier kommen wir wieder her. Ja. Hier ist der Supermarkt. Auch alles, hat eigentlich alles das, was man braucht. Und die Eisdiele. Ja, genau. Hier sind auch noch, das gehört alles noch zum Platz. Das sind die mit, ja, das sind die mit Whirlpool. Genau, hier sind die mit dem Whirlpool. Kann man noch sehen, weil ist noch nicht so zugewachsen alles hier. Also es gibt so viele Möglichkeiten hier. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Nach Blavlan, dieser Weg, den wir jetzt hier fahren, sind es mit dem Fahrrad 5 Minuten und zu, nicht mal 5 Minuten und zu Fuß 10. Ja, also ganz entspannt. Und dann gibt es hier vorne an der Ecke ja auch
vielleicht einen schönen Bäcker. Hat aber nur zu unserer Zeit bis 17 Uhr aufgehabt. Hier noch irgendwo der Laden mit dem, wo du sagtest, wo ich doch hin wollte. Ach, das ist der. Hier müsst ihr unbedingt rein, da waren wir nicht drin. Bernsteinkunst. Das ist dieser Bernsteinladen.